Rückblick auf die diesjährige Sata-Challenge, Reverse-Graffiti auf der Staumauer in Luxemburg und Abdichtung der Kolonnadenbauwerke auf der Berliner Museumsinsel. Sechs Kandidaten aus sechs Ländern haben an der Sata-Challenge im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Weiterstadt teilgenommen. Der freundschaftliche Lackierwettbewerb gilt als Vorbereitung für die Euroskills in Danzig. An zwei Tagen müssen die Teilnehmenden verschiedene Aufgaben bewältigen. Mehr dazu hat uns Trainer Mariusz Dechnich erzählt. Wir haben verschiedene Disziplinen, die wir heute durcharbeiten. Das heißt, wir haben Nass-Nass-Lackierung, Dreischichter. Wir haben Reparatur mit Spachtelarbeiten. Ja, in Deutschland würde man sagen, Lackstufe 3 auszuführen. Zusätzlich wird diese Motorhaube dann in zwei Farben lackiert. Das heißt, innen wird sie grau, außen wird sie rot. Und da wird nochmal ein bisschen Abklebearbeit getestet. Dann wird auch noch eine Farbkarte erstellt, speziell auf Glasurit-System, wo man eben fünf verschiedene Karten lackieren muss, um den perfekten Farbton zu erreichen. Dann machen wir noch Designtür mit einer polnischen Fahne und dem Wappen von Landeswappen und ein bisschen so Hommage an Danzig mit einer kleinen Krone und die dann eben die größte Zacken auf Danzig zeigt. So dass die Kolleginnen in der Welt sich auch freuen können auf diese Stadt. Die Teilnehmer werden von den gleichen Leuten mit dem gleichen System bewertet. Das heißt, wir haben einen sehr umfangreichen Bewertungskriterienkatalog, der in einem RDV-System erfasst ist. Und jeder Punkt wird akribisch begutachtet, zum Beispiel, wie sind die Ränder ausgeschliffen bei der Grundierung bzw. Spachtel. Hatte Spachtel Löcher, tiefe Rillen und dergleichen. Das heißt, es wird nicht nur am Schluss das Endergebnis beurteilt, sondern das gesamte Prozess wird abgeprüft. Ist ja klar, wir haben die besten Jungs aus Europa, lackieren können sie alle. Am Schluss glänzt und sieht alles gut aus, aber was ist drunter passiert, das ist das sozusagen das berühmte Haar in der Suppe, was wir suchen, damit wir die Jungs auch auseinanderhalten können und sagen, okay, derjenige ist wirklich der Beste. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn die Jungs so kämpfen und um jeden Punkt fighten und am Schluss stehen wir alle vom Computer spannend, weil keiner weiß genau, wer gewonnen hat und zittern und jeder guckt und hofft, dass seiner natürlich diesen einen Punkt weiter vorne ist und entsprechend so freuen sich die Leute, die gewonnen haben und die anderen sind ein bisschen traurig und versuchen nächstes Mal das besser zu machen. Seit über zwei Jahrzehnten sponsert Sata die Worldskills und jetzt mit der erstmaligen Teilnahme der Fahrzeuglackierer auch die Euroskills. Sata Export Sales Manager Jörn Stöver hat uns erklärt, wie es dazu kam und warum der Berufswettbewerb für die Branche wichtig ist. Die Entscheidung liegt uns, glaube ich, in der DNA. Wir betreuen und wir sind sehr stark involviert in den Ausbildungsstätten. Uns ist es ganz besonders wichtig, dass wir die jungen Leute einfach begeistern für diesen Beruf. Und wir möchten natürlich auch sicherstellen, dass sie mit dem bestmöglichen Equipment arbeiten. Dieser Wettbewerb ist ein Abbild der Berufsleistung. Das soll ja auch so sein. Und ich denke mir, das ist besonders notwendig, den richtigen Ablauf zu sehen. Eine Anzeige ist gut, es ist wichtig, dass Werbung gemacht wird, aber eine solche Veranstaltung hilft natürlich sowohl den Kindern, Jugendlichen, aber auch den Eltern zu sehen, was eigentlich passiert. Ja, ich freue mich, dass wir hier junge Menschen fordern können und dass wir vielleicht auch mit solchen Wettbewerben ein bisschen Werbung für unseren Beruf machen können und dass wir motivierte Nachwuchskräfte bekommen. Wenn wir vorne dabei sind und Spannung aufbauen können, Leute begeistern können, dann können wir natürlich auch Nachwuchs gewinnen. Und natürlich, wir können zeigen, dass wir kein Schmuddelberuf sind, sondern dass wir hochkomplexer Beruf sind mit vielen technischem Wissen und modernen Gerätschaften, die wir einsetzen. Am Ende konnte Bastian Wehr aus Frankreich die Sata-Challenge für sich entscheiden. Den zweiten Platz belegte Anna-Sophia Tiainen aus Finnland. Platz 3 ging an Miguel Harvey aus England. An einer Staumauer in Vianden in Luxemburg hat der Künstler Klaus Dauven ein Reverse-Graffiti erstellt. Mit einem Hochdruckreiniger hat er gezielt die Verschmutzungen der 100 Meter breiten und 30 Meter hohen Oberfläche abgetragen. Aus dem Kontrast zwischen gereinigter und ungereinigter Fläche ist dann ein Porträt entstanden, und zwar von Arbeitern, die am Bau des Kraftwerks und des Staudamms beteiligt waren. Unterstützt wurde das Projekt von dem Familienunternehmen Kercher, dem Kunstverein V-Art Vianden und dem luxemburgischen Energieunternehmen SEO. Mit dem Motiv wollte Klaus Dauven eine Hommage an die Arbeiter schaffen. Wie seine anderen Reverse Graffiti wird auch dieses durch Witterung und biologischen Bewuchs mit der Zeit verschwinden.
Um die Zeichnung auf den Staudamm zu bringen, haben sich Industriekletterer von der Dammkrone abgeseilt und Ökomarker auf der verschmutzten Oberfläche angebracht. Unterstützt wurden sie von Vermessungstechnikern. Die haben vom Boden aus die entsprechenden Stellen an der Wand mit Hilfe von Lasertechnik markiert. Bei den Arbeiten wurde besonders Wert auf ein nachhaltiges Vorgehen gelegt. So wurde das Wasser für die Hochdruckreiniger direkt aus dem Unterbecken entnommen und der Strom kam vom Laufwasserkraftwerk am Fuße der Staumauer. Im Zuge umfangreicher Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen werden aktuell die historischen Kolonnadenbauwerke auf der Museumsinsel in Berlin instand gesetzt. Im 19. Jahrhundert sind die Säulengänge aus Naturstein errichtet worden. Jetzt weisen sie und auch der benachbarte Kolonnadenhof teils schwere Beschädigungen und altersbedingte Risse und Abplatzungen auf. Der aktuelle und letzte Bauabschnitt umfasst insbesondere die Freistellung des Säulenganges am Spreeufer nordöstlich der alten Nationalgalerie. Die geschädigten Bauteile wie Brüstungsplatten, Säulentrommeln und Architrave wurden demontiert, restauriert und später wieder eingebaut. Ein wichtiger Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Behebung der teils ausgeprägten Feuchtschäden an den erdberührten Wänden und Decken der Bauwerke. Dafür nutzten die Bauherren die multifunktionale Bauwerksabdichtung MB2K von Remmers. Für die Instandsetzungsarbeiten legten sie die erdberührten Außenwände zunächst frei und reinigten diese. Anschließend wurde auf die Flächen ein Zementputz als Dichtungsträger und Untergrundausgleich aufgetragen. Danach brachten die Bauherren eine Grundierung mit Remmers Kisol MB auf. Darauf folgten zwei Abdichtungslagen mit MB2K. Der Vorteil dieser Abdichtung war nicht nur eine Einsparung von Baukosten, sondern dass die Arbeiten auch bei mattfeuchtem Untergrund problemlos fortgesetzt werden konnten. Nach der vollständigen Durchtrocknung der Abdichtung brachten die Bauherren abschließend zum Schutz eine dreilagige Noppenbahn mit Gleitfolie und Filtervlies auf. Ja, und das waren unsere News für diese Woche. Für weitere aktuelle Meldungen aus unserer Branche besuchen Sie gerne unsere Website maler-tv.com und unsere Social-Media-Kanäle. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.